Strahlender Sonnenschein und angenehme Temperaturen erwarten die Radsportler und Zuschauer beim Auftakt der ÖFV Radliga-Saison 2022 in Leonding. Insgesamt sind über 200 Fahrerinnen und Fahrer beim 61. Eröffnungsrennen am Start. Leider gibt es Corona-bedingt noch immer Ausfälle. So kann die Vorjahresgesamtsiegerin Gabriela Tanner beim ersten Ligarennen nicht an den Start gehen. Und auch die anderen Teams sind nicht vollzählig. Auch bei den Herren ist das Starterfeld in Leonding dieses Jahr etwas kleiner. Das Team Felbermayr hat in den letzten 10 Jahren 7-mal das Auftaktrennen gewonnen und ist mit 13 Fahrern am Start. Die Erwartung an die Mannschaft ist somit hoch. Pflichtsieg würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ne? Also verlieren wollen wir sicher nicht. Ihr seid mit voller Mannstärke am Start. Was für Joker wird am Ende ziehen? Ihr habt ja sehr, sehr viele Möglichkeiten. Absolut, wir haben alle Möglichkeiten eigentlich. Sehr viel Fahrer, man muss auch die Kirche im Dorf lassen. Wir sind zwar mit voller Mannschaftsstärke da, aber alle waren jetzt in letzter Zeit angeschlagen. Ja. Also wir, es ist für sehr viel, das erste Rennen seit langer Krankheit, von langer Krankheit aus. Also mal schauen, wie es geht. Daniel Auer hat wenige Tage zuvor den Grand Prix Slowenien Istria in Slowenien gewonnen. Wie schätzt er seine Chancen in Leonding ein? Wir sind zahlenmäßig gegenüber den Felbermayr-Fahrern extrem unterlegen. Ich glaube, wir haben nicht einmal die Hälfte an Teilnehmern, was die Felbermayr-Equipe da am Start hat. Und wir müssen schauen, dass wir die irgendwie bändigen können. Und, ja. Ja, wie werdet ihr das Rennen anlegen, wenn ihr zahlenmäßig unterlegen seid? Ja. Also jeder von uns muss mindestens 2 Felbermayr-Fahrer abdecken. Nein, schauen wir mal. Wir werden alles versuchen, wir werden unser Bestes geben und schauen mal, was am Ende ausschaut. 2-1 Start! Insgesamt sind bei der Elite- und U23-Kategorie 70 Fahrer am Start. 153 Kilometer sind zu bewältigen. Bereits in der ersten Runde setzen sich Daniel Turek vom Team Felbermayr Simplon Wels und Philipp Hofbauer von WSA KTM Graz vom Feld ab. Ihr Vorsprung beträgt am Ende der ersten Runde bereits 43 Sekunden. Das Führungsduo weitet den Abstand zum Feld bis zur dritten von 6 langen Runden auf über 3,5 Minuten aus. In den folgenden Runden kommt das Feld jedoch wieder näher an die Ausreißer heran. Und in der ersten von 4 kurzen Runden, die knapp über 6 Kilometer lang sind, verabschiedet sich Turek von seinem Fluchtgefährten und fährt die letzten Kilometer solo. Der 29-jährige Tscheche ist von 2015 bis 2020 für die Israel Cycling Academy gefahren und verstärkt seit 2021 das Welser Team. Anfang dieses Jahres holt er bei der Tour of Antalya das Bergtrikot. In der vorletzten Runde hat Turek noch 27 Sekunden Guthaben auf eine dreiköpfige Verfolgergruppe. Timon Loderer, Jack Burke und Maximilian Kabas versuchen noch die Lücke zu schließen. Die Verfolgergruppe wird in der letzten Runde vom Feld eingeholt und Daniel Turek sichert sich nach 3 Stunden, 39 Minuten und 42 Sekunden Fahrzeit mit einem Vorsprung von 39 Sekunden den Sieg beim Auftaktrennen in Leonding. Platz 2 geht ganz knapp an Felix Ritzinger vom Team WSA KTM Graz, vor Daniel Federspiel vom Team Felbermayr. Das Flyalarm-Führungstrikot geht damit an Daniel Turek. Ich habe jeden Anstieg gepusht und versucht, den Verfolgern keine Chance zu geben, uns einzuholen. Und es hat am Ende für den Sieg gereicht. Das Trikot des besten U23-Fahrers darf sich Fabian Steininger überziehen. Ja, das oberste Ziel ist einmal die Gesamtwertung mit Daniel Turek, der was gerade hat. Aber natürlich versuchen wir, dass wir beide Trikots behalten und ja, schauen, dass wir beide heimbringen. 3, 2, 1, Start! Die Frauen starten in ihr zweites Ligajahr. Und wie schon erwähnt, ist die Vorjahresgesamtsiegerin nicht am Start. Gabriela Tanner hat in der Winterpause geheiratet und ist nach einer Corona-Infektion noch nicht ganz fit. 43 Starterinnen nehmen die 3 Runden mit 65 Kilometern Gesamtdistanz in Angriff. In der ersten Runde teilt sich das Feld in 3 Gruppen und im weiteren Rennverlauf setzen sich Petra Schanko
Lydia Wendker und Corinna Lechner an die Spitze. Diese Gruppe fährt in der letzten Runde einen Vorsprung von 34 Sekunden auf die Verfolgergruppe heraus. Den Zielsprint gewinnt die für Kukina Abö Askö Graz fahrende Ungarin Petra Sankor. Sie holt sich somit auch das weiße Trikot der Kronenzeitung. Es ist unglaublich für mich. Ich denke es nicht, dass ich es gewinnen konnte heute. Die bestplatzierte heimische U23-Fahrerin Sarah Berntaler fährt ebenfalls für das Team Kukina Graz und kommt als Zehnte ins Ziel. Es fühlt sich cool an, weil letztes Jahr hat es nicht gegeben und es ist natürlich sehr cool, dass es angepasst worden ist und es ist schon was Besonderes irgendwie. Die ÖAV-Radliga-Tabelle sieht nach dem ersten Rennen folgendermaßen aus. Bei den Damen führt Petra Schanko mit 205 Punkten, vor Lydia Wendker mit 93 Punkten und Sabine Stadler mit 84 Punkten. Die Teamwertung wird von Team Kukina Abö Askö Graz RLM Steiermark mit 30 Punkten angeführt, gefolgt von Max Solar Lindig Women Racing und dem STP Cycling Club. Bei den Herren startet Daniel Turek mit 235 Punkten in die Ligasaison. 180 Punkte kann Felix Ritzinger verbuchen und Daniel Federspiel hat 160 Punkte eingefahren. Die nächste Möglichkeit, Punkte zu sammeln, gibt es für die Damen beim Einzelzeitfahren in Stephanshardt in Niederösterreich am 9. April und für Damen und Herren am 10. April beim Kirschblütenrennen in Wels.